Ein Zeuge hat mich die Tat begehen sehen. Das ist total geil, wie die alle die gleiche Stimme haben. Ich fühle mich schon wie so eine Synchronisierung in polnischen Filmen. Wo Frauen, Männer, Hunde alle die gleiche Stimme haben. Naja. Dann sind Sie die Zeugin, über die meine Schwester gesprochen hat? Bitte, Ausspuckkönigin, sagen Sie uns, was passiert ist. Ihr wird schon so langsam so ein bisschen rattig auf Sie, wa? Mein Name ist Angel Star. Merkt euch das. Oder ihr liegt wimmernd vor mir am Boden, bevor ihr euch's verseht. Ach komm, Leute, ohne Scheiß jetzt. Oh, nachdem sie ausgespuckt hat, lege ich wimmernd am Boden. Ich glaube, es geht los. Ja, weia, die meint es ernst. Okay, Ausspuckkönigin, dann sag mal, wie es schmeckt. Irgendwie wusste ich es. Gestern war ein Tag des Schicksals. Ich wusste, dass etwas passieren würde. So wie ich weiß, dass an jedem Freitag das Tagesmenü Lachs ist. Oh, so einen dicken Lachs hätte ich jetzt auch gerne. Ich hatte heute schon Fischstäbchen. Schicksal war gestern aus irgendeinem Grund ein besonderer Tag. Sie sind ein Strafverteidiger, oder? Dann sollten Sie das wissen. Sie sollten die bösen Missetaten in diesem Hort der Ungerechtigkeit kennen. Böse Missetaten? Staatsanwälte, Sie haben keine Scheu, den Namen Unschuldiger zu besudeln. Und gestern haben Sie dem Bösesten unter Ihnen Tribut gezollt. Sie gaben ihm den Preis des Staatsanwalts des Jahres. Was für eine Farce. Sie sagt also, es gab gestern eine Art von Staatsanwaltverhandlung und so. Ich war versucht, Ihre Mittagessen mit etwas Schlechtem zu benetzen. Haben Sie persönlich etwas gegen Staatsanwälte? Oder gibt es einen wissenschaftlichen Beweis, dass Sie böse sind? Junge Frau, es ist gefährlich, mich zu verspotten. Sie werden bald herausfinden, warum man mich die ausspuckt. Da machen wir einen Dreier. Ist auch nicht schlecht. Aber sie ist noch minderjährig. Oh. Ausspuckkönigin. Das schmeckt mir jetzt aber nicht gut, aber es ist gut, dass es dir Spaß gemacht hat. Hier. Schön auf den Bauch. Oh. Der Schlimmste unter den Bösen, den man gestern ehrte. In seinem Auto fand man die Leiche. Ein Beweis, dass er die bösesten Mittagessen verschlingt. Aber wirklich? Wirklich was? Ich bin völlig verwirrt. Eins ist klar, diese Essensdame hat etwas gegen Staatsanwälte. Also, was genau haben Sie mit angesehen, Frau Star? Es war ein faszinierendes Schauspiel, das ist sicher. Jetzt glaube ich zu verstehen, was mit die Rache einer Frau gemeint ist. Zu sehen, wie Lana Sky das Messer so führt... Ihr Messer zerschnitt sein Fleisch. Nein, zerteilte seine Seele. Ein wirklich sehenswertes Bild. Sie meinen, Sie sahen das eigentliche Verbrechen? Das Geräusch der silbernen Fäden, die ihn an die Welt binden, grausam durchtrennt. Und das rhythmische Schlagen von Lana Skys Messer. Moment mal, Sie kennen Lana Sky? Natürlich. Ein Heldenstück, Generalstaatsanwältin zu werden. Hier, nimm mal ein bisschen was zu essen. Wie viele Henkermänner der Sünde sie wohl auf ihrem Weg gefüllt hat, frage ich mich. Henkelmann, gibt's das bei uns auch? Ja, also bei uns an der Uni gibt's Henkelmänner. Ich kannte das. Also damals in Niedersachsen haben wir das überhaupt nicht gehabt. Gab's das nie. Aber hier im Ruhrgebiet, noch und nöcher, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Und sie ist wahrscheinlich Mutti, deshalb ist sie auch die Ausspuckkönigin. Sie reist immer mit leichtem Gepäck. Warum kennt diese hübsche Essensdame den Namen der Generalstaatsanwältin? Können wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person stellen, Frau Starr? Ich komme jeden Tag hierher, um Mittagessen zu verkaufen. Ich importiere nur das Frischeste und Beste aus dem Fernen Osten. Aus irgendeinem Grund sind Mittagessen in der Box der große Renner. Warum machen Sie denn das Essen nicht lieber hier, statt es zu importieren? Haben Sie etwas gesagt? Nein. Nur echte Genießer können das verstehen. Die, die bereits General Tso's Trilobite Lunchbox probiert haben. Ich kann nicht, sie haben gewonnen. Ich will mal wissen, wie so ein Trilobite irgendwas schmecken könnte. Egal, auf jeden Fall komme ich jeden Tag her, um Essen zu verkaufen.
Mein Freund arbeitet hier im Wachraum des Büros der Staatsanwaltschaft. Ach so, sie hat einen Freund. Das ist bestimmt voll der Fixer. Ihr Freund? Sehen Sie den Wachraum dort drüben? Die verglaste Bucht? Ich verkaufe mein Essen und wenn ich schon mal da bin, schaue ich bei ihm vorbei. Ja, du Ausspuckkönigin, da du schon mal da bist, anscheinend ist dir das Geschäft wichtiger als Liebe. Anführungszeichen. Um nun die bisher verfügbaren Daten wissenschaftlich zu analysieren. Sie, Frau Star, sind eine Essensverkäuferin mit einem anderen Grund hier zu sein. Nützliche Analyse, ja. Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Staatsanwälten gemacht, Frau Star? Ich spüre eine leichte Feindseligkeit. Feindseligkeit? Ha, vielleicht. Staatsanwälte sind alle gleich. Je höher sie steigen, umso schlimmer stinken sie. Wie 10 Jahre alte Muscheln in der Suppe. Ich frage mich, ob Frau Star in der Vergangenheit Ärger mit dem Gesetz hatte. Das ist wäre ein klarer Fall von Lebensmittelvergiftung, wissenschaftlich gesehen. Ich meine, jetzt reden Sie wie die Ausspuckkönigin. Ihr wisst genau, welche Geste ich gerade gemacht habe. Ich dachte, ich wäre nur eine Essensverkäuferin, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Okay. Bevor wir uns hier ans Auto wagen und der Matadore der großen Leidenschaft uns mit einem Colt bedroht, will ich einfach mal ins Büro des Oberstaatsanwalts tingeln und gucken, was so fast... Oh nein. 22. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts, Zimmer 1202. Hm, dies ist eines dieser Zimmer, die förmlich rufen. Ich bin gut in meinem Job. Ein ziemlicher Unterschied zu Ihrem Büro. Ah, danke. Sehen Sie das hier? Da steht eine Trophäe oder sowas ähnliches. Eine Trophäe? Was ist dieser Schild? Man muss schon Mumm haben, so etwas auszustellen. Der Besitzer dieses Büros muss ein ziemlich verklemmter Idiot sein. Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass er ein ziemlich verklemmter Idiot ist. Und diesen ziemlich verklemmten Idioten kennen wir mehr als genug. Denn es ist unser... Sie haben wohl nie genug davon, sich in anderer Leute Angelegenheiten einzumischen. Trommelwirbel. Diese Stimme. Puh. Lange nicht gesehen, Edgeworth. Hä? Edgeworth. Du kennst ihn? Natürlich, ich bin sein größter Fan. Meine Schwester hat uns einmal bekannt gemacht und... Richtig, ihre Schwester war ja immerhin die Generalstaatsanwältin. Generalstaatsanwältin? Nun, was treibt sie her? Ich muss sie warnen, man kennt mich als ziemlich verklemmten Idioten. Nein! Das Monoherite hier, er hat mit verstellter Stimme gesprochen, genau. Hey, schieb's nicht auf mich, Mann! Wir sind hier nur, um diesen Mordfall zu untersuchen. Mord? Eine Leiche wurde in diesem schrecklichen roten Sportwagen in der Quarkgarage gefunden. Oh Mann, Ima, hörst du nicht zu? Das wäre dann mein Auto. Was ist damit? Alter, ohne Scheiß. Edgeworth, ich glaube, er hat einen goldenen Arsch. Der verdient so viel Kohle, dieser Mann. Und dann trägt er trotzdem noch diese scheiß Austin Powers Klamotten. Was soll das? Er ist doch nicht... Behave? Das ist nicht meine Penispumpe. Was? Ihr Auto? Man muss zugeben, sie kann wirklich gut schreien. Austin Powers und die Ausspuckkönigin. Ich glaube, es geht los. Das ist mir schon wieder zu anzüglich hier, Freunde. Die Leiche wurde also in Ihrem Wagen gefunden. Machen Sie schon, sagen Sie es right. Sie glauben, ich hätte es getan, nicht wahr? Und das, nachdem Sie mir im letzten Jahr so aus dem Schlamassel geholfen haben. Nein, wir glauben nicht, dass Sie es getan haben. Ich meine, es war meine Schwester, die ihn erstochen hat. Oh, Moment, nein, sie hat es nicht getan, ich meine... Einen Moment. Sie sind also die kleine Schwester der obersten Staatsanwältin? Ja, Sir! Ima Sky, es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Ja, das klang jetzt mal überhaupt nicht gezwungen. Ah, jetzt erinnere ich mich, Sie sind wirklich groß geworden. Ich muss zugeben, dass mich das auch überrascht hat. Dass mein eigener Wagen mal eine Rolle in einem Mordfall spielen würde und noch überraschender... Jetzt muss ich meine Vorgesetzte der Schuld überführen. Ich kann verstehen. Moment, was sagten Sie gerade? Lana Sky ist die Generalstaatsanwältin, die Chefin des Bezirks.
Sie kann sich nicht selbst anklagen, darum werde ich morgen der Staatsanwalt sein. Sie, Herr Edgeworth? Ja, wir wühlen hier in diesem Fall ganz tief in den dunklen Machenschaften der Staatsanwaltschaft. Oh, hahaha. Ich glaube, wenn wir jetzt hier auf Sat.1 wären und das eine Folge Navy CIS wären, da wären so viele Sachen in der Werbung. Ist Bix wirklich der Mörder? Ich weiß gar nicht, wie die Leute heißen. Weiß nicht, Navy CIS macht einer mit, der Bix heißt bestimmt. Um ehrlich zu sein, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier bin. Was meinen Sie? Gerüchte. Sie haben doch die Gerüchte über mich gehört, oder? Miles Edgeworth. Ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, in der es keine Gerüchte über ihn gab. Gefälschte Beweise, falsche Aussagen, illegale Durchsuchungen und mehr. Ihnen ist es zu verdanken, dass letzten Endes meine Unschuld bewiesen wurde. Egal, einige hier behaupten, ich wäre schuld an diesem aktuellen Vorfall. Was? Das ist verrückt. Einige Leute brauchen keinen großartigen Grund, um schlecht über andere zu denken. Das ist eine Tatsache im Leben, nicht zu ändern. Aber... Entschuldigung, das war Ima Sky. Denkt dran, ich mach sowas nicht. Einige von ihnen schenken mir sogar Spielzeug wie das hier. Sie denken, das wäre lustig. Spielzeug, dieser Schild aus Bronze? Da muss eine Geschichte hinterstecken. Lana Sky. Ja, wir waren zusammen im Bett. Generalstaatsanwältin Sky, ja. Das ist mal ein Wild Beast, wa? Wir haben vor 2 Jahren zum ersten Mal gemeinsam an einem Fall gearbeitet. Ich will nicht den Fall runterreden. Die ganze Zeit fange ich an mit so einem Scheiß, aber wenn ihr mir solche Freunde wie die Ausspuckkönigin da hinsetzt, da kann ich auch nicht anders. Da drehe ich auf und werde lächerlich. Mann, an meiner Stimme klingt irgendwas falsch. Oder was war noch die Kritik, die ich damals mal gekriegt habe? Irgendwas war noch. Ich habe keinen Humor. Genau. Es gab wirklich Leute, die meinen, ich hätte keinen Humor, aber gut. Ich habe keinen Humor. Ich bin total langweilig. Du da, warum guckst du das überhaupt an, weil ich keinen Humor habe? Ich bin total... Ich fange schon wieder mit Minderwertigkeitskomplexen an. Wir haben vor 2 Jahren zum ersten Mal gemeinsam an einem Fall gearbeitet. Ey, ganz ehrlich, ich bringe bei der Uni nur Heinsen nach Hause. Du kannst mir nicht die Minderwertigkeitskomplexe in mein Hirn schmeißen. Das geht nicht. Das kannst du nicht. Da kannst du auch, weißt du, da könnte der Hulk... Obwohl, wenn Hulk Hogan mir sagen würde, dass ich scheiße wäre, da würde ich schon überlegen. Aber das ist ja egal. Okay, das war mein erster großer Fall. Stimmt, ich erinnere mich. Vor 2 Jahren, da war ich noch nicht mal Anwalt. Seitdem habe ich immer das Gefühl gehabt, sie würde auf mich aufpassen. Wie es scheint, habe ich mich geirrt. Geirrt? Warum? Ich meine, sie ist nicht die hässlichste Person, aber ich bin sicher, dass sie sich ein wenig für sie verantwortlich gefühlt hat. Dann, warum? Warum sollte sie dann jemanden im Kofferraum meines Autos erstechen? Und nicht nur das, sie erstach ihn mit meinem Messer. Er hat ein Messer? Aber was? Herr Edgeworth, ihr Messer war die Mordwaffe? Um genau zu sein, war es das Messer aus der Werkzeugkiste im Kofferraum meines Wagens. Alter, er ist auch so ein kleiner Guerrero. Das ist auch so einer, der bei Call of Duty 3 Akimbo spielt. Könnte ich mir vorstellen. Edgeworth? Was? Sind Sie sicher, dass Sie es nicht getan haben? Mann, oh Mann, versteht er keinen Spaß? Der guckt schon wieder so böse. Sie haben einen seltsamen Sinn für Humor, right?